Ich begrüße Sie herzlich bei Robert Franz Gesundheit TV und heute soll es einmal mehr um OPC gehen, das Robert mittlerweile in so unterschiedlichen Produkten beigemengt hat. Robert, ja. OPC-Fachmann. Du hast das in Hundefutter schon drin, in was noch alles? In Kapseln, in Brot, überall. In Brot? Ja, genau. Ja? Das sind welche in Österreich, die machen schon Robert-Franz-Brot mit OPC. Ja. Eigentlich schon, so ich sage, ich habe meine Nahrungsergänzungsmittel schon seit 6-7 Jahren OPC. Also Traubenkernextrakt? Traubenkernextrakt war der erste, der die Menschheit richtig aufgeklärt hat. Ja. Eigentlich salonfähig gemacht. Okay, wurden Bücher geschrieben von Anne Simons, Stefan Ruckert, aber keiner hat gesagt, ich will OPC für die ganze Menschheit haben. Mhm. Und wurde seit 50 Jahren erfunden. Keiner hat seine Menschheit salonfähig. Es sind Menschen gestorben an Aneurysmen, an andere Sachen, wo vielleicht OPC Dienste hätte leisten können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache OPC als Nahrungsergänzungsbild, ich habe OPC als Pulver, wenn die Leute selber füllen können. Mhm. Wir haben dieselbe Kapsel für Maschine. Man kann sich auch die Kapselmaschine sparen, da gibt es ein Video im Internet. OPC-Apfelmus, wenn ich OPC ist eigentlich bitter, sind Polyphenols sind bitter, dann nehme ich einen Teelöffel oder einen Esslöffel Apfelmus, hau hin, mache so einen Klacks, dann mache ich auf, gebe das Pulver rein, mache zu, so wie ein Crepes und dadurch habe ich das OPC drinnen. Ich kann schlucken ohne Kapselfüllmaschine, ohne Kapselfüll, alles. Dadurch habe ich die billigste Variante. Ja. Ich habe alles den Menschen geboten und da habe ich gesagt, okay, habe ich gelesen, einmal, da war eine Studie, die Menschheit könnte gesund gemacht werden, wenn OPC in die Lebensmittel reinkommt. Habe die Studie gesehen und da habe ich gesehen. Statt Zitronensäure. Ja, statt Zitronensäure, allerlei, ja, was da reingemischt wird. Mit C. Ja, genau. Und dann habe ich gelesen, selbst beim Brotbacken, wenn ich OPC im Brot backe, bleibt noch immer 80% erhalten. Okay. Wird für die Masse zugänglich. Viele Leute sagen, okay, ich habe kein Geld für Nahrungsergänzungsmittel. Aber wenn das Brot da sein würde, könnte ich das Brot kaufen. Weil ich sage, warum nur Brot? Vielleicht kann man auch andere Lebensmittel. Ja. Und dann kenne ich einen ganz tollen Nudellieferanten von der Steiermark, Firma Stangl. Und der hat gesagt, pass auf Robert, ich bin imstande, dein OPC in meine Nudel reinzugeben. Da habe ich gesagt, okay, gleich Kooperation, genau. Und dann haben wir geschafft, jetzt Nudeln machen aus Dinkel, Dinkelgrieß und Hartweizengrieß. Wahrscheinlich für Allergiker werden wir auch einen Buchweizengrieß machen. Mhm. Aber jedenfalls, Dinkel ist von vielen Leuten sehr verträglich. Ja. Und das sind die Nudeln. Das sind sie, der OPC, in der Kamera halten. Auch dein Konterfei. Genau. Noch mit etwas anderer Haarfarbe. Ja, noch, okay, da habe ich eine Wette verloren jetzt. Wette verloren, aber ich stehe zu, was ich mache. Ja. Ob Robert Franz mit gelben Haaren auftritt oder lilanen, die Message ist immer wichtiger als Robert Franz. Hast du recht. Sprachrohr. Also, das sind dann wahrscheinlich, ich habe noch nie irgendwo Nudeln mit OPC gesehen. Ja, genau. Es gibt auch weltweit, das sind die einzigen Nudeln mit OPC. Ja. Keiner hat die Nudeln mit OPC noch sozusagen, so wie ich habe dieses warme Wasser und das Loch in der Nudel erfunden. Okay, jetzt habe ich die OPC-Nudel erfunden. Nicht das Loch in der Nudel schon lange erfunden, aber OPC-Nudel habe ich gesagt, okay, viele Menschen essen heutzutage Nudeln, weil die meisten werden Vegetarier, leben vegan. Das sind auch vegane Nudeln, sodass ich gesagt, okay, probier es, mach's. Und ich habe gesagt, was essen die Menschen? So eine Packung hat 250 Gramm. Meistens eine ist eine Portion 125 Gramm. Ich habe aber geschaut, dass in einer Portion. Dies ist für Vegetarier, aber nicht für Veganer, ne? Diese Form. Ja, genau, diese Form. Weil da sind zwei Eier drin. Sind drei Eier drin, genau, nicht vegan. Genau. Aber die macht auch vegane Nudeln. Und weil die Menschen viel Pasta essen, muss auch nicht, ich weiß, was für Firmen, da Barilla, was auch immer, unterstützen. Man kann auch deutsche, österreichische Firmen unterstützen. Das Einheimische, die Eier sind von den Bauern, freilebende Hühner. Das Getreide kommt von unseren Feldern, sodass ich muss jetzt nicht um 5 Länder weiterkaufen, meine Nudeln. Und die Nudeln sind überhaupt nicht noch die OPC-Nudeln, aber die Firma Stangl, die ist von Lebring. Die tut die Nudeln schon bei Merkur, Interspar, in der Steiermark, in Kärnten, in Wien, überall, sodass meine Robert-Franz-Nudel wird auch überall zu kaufen sein. Außerdem bei den ganzen Robert-Franz-OPC-Partner, welche die Nudeln anbieten, es geht sie nicht, weiß nicht, was für Verdienst zu haben, es lässt sich den Menschen Bewusstsein zu geben, wenn ein Lebensmittel nicht die Qualitäten hat, ich habe sozusagen eine Kreuzung gemacht, ein Hybrid zwischen Nahrungsergänzungsmittel mit Nudeln. Ja. So wie immer, war der Michurin, der russische Wissenschaftler, was allerlei für Kreuzungen gemacht hat, war doch der Witz, der hatte die Melonenkerne mit die Flöhe gekreuzt und schneidet die Melone auf, springen die Kerne raus.
Okay, machst die Nudel auf, musst sie selber kochen. Aber sind schon die Eigenschaften von OPC, die in der Nudel drin sind. Die kann jeder dann spüren. Und ich meine, eine Portion, das sind, steht pro Kilogramm Nudel, sind 5 Gramm. Mhm. Bedeutet, wenn ich durch 4 teile, hat so eine Packung 1,25, 2 Kapsel OPC. Also wenn eine, so eine Mann und Frau, 125 Gramm ist die Portion, was ein Mensch einfach isst, täglich, hat es eine Kapsel OPC, ist ja gut versorgt. Die Sache finde ich toll. Es gibt verschiedene Variationen als Spiralnudel oder als Schneckentar. Ja. Und darum werden wir das machen und richtig durchziehen. Und ich sage immer, ich bin ein Typ, der halt gut denken kann. Und ich habe gesagt, wie ich die Studie gelesen habe, man kann die Menschheit retten, indem man OPC reingibt. Aber ich sehe, keiner macht was. Ja. Brot ist auch keine, weil, okay, Brot ist auch genug teuer. Nudeln sind alt, kannst du überall um die Ecke kaufen. Die kosten 1 Euro, 2 Euro, 1,80, was auch immer. Mhm. Billige Nudeln, kannst du Portion Nudeln. Und dass mit der Nudel auch noch ein Polyphenol rein habe. Das finde ich richtig toll. Ich finde es genial, weil man sagt ja, na, Nudeln, der ernährt sich nur von Nudeln oder so. Ja, genau. Also das, die Liebe der Menschen zu den Nudeln, und ich kann mir sagen, als Kind habe ich, wenn ich mir zum Geburtstag was wünschen durfte, habe ich mir Nudeln mit Tomatensauce gewünscht. Ja, bei mir auch. Ja, also Nudeln gehört praktisch zum Alltag und einfach, die lieben das. Ich kenne Kinder, die essen jeden Abend eine Portion Nudeln. Das heißt, etwas, was man gerne isst, auch noch mit OPC zu vermischen, statt sozusagen, hier ist das, ja, da sündigen wir mal so. Und nein, dann so einfach gesund genießen. Das gesund genießen. Genau. Und darum freut mich, was die Firma, ich weiß nicht, ich finde auch gleich Zugang zu jedem Hersteller und sowas. Ja, wahrscheinlich, weil ich auch ein Unternehmer bin, der offenes Ohr hat und auch umsetzt Sachen und denke, hey, wenn ich mit Robert Franz was mache, da wird auch was daraus. Ja. Die meisten Projekte scheitern, weil beide Parteien nicht wissen, was sie wollen. Ich spiele jetzt nur Geld, Kohle. Und bei mir ist im Spiel, Mensch zu helfen. Klar, darf keiner sterben, sonst läuft die Sache nicht mehr weiter. Aber es entstehen ganz tolle Projekte, was ich bis jetzt gemacht habe, mit 4 Herstellern, und es funktioniert. Mhm. Und eigentlich kommt jeder, ja, Franz, wollen wir nicht etwas zusammen machen? Mhm. Eigentlich heutzutage, ich sage mal OPC, jetzt verkaufen sie schon in Mexiko, in Russland, in China, in Gran Canaria und überall. Ja. Jeder macht Robert-Franz-Shops aus, sodass Robert Franz ist so zur Marke geworden. Da will ich Menschen, die halt kein Geld haben für Nahrung gehen, zumindest haben sie wahrscheinlich ein paar Cent für ein paar Nudeln zu kaufen und sind auch gesund. Da müsste ich keine Kapsel schlucken, vielleicht sagen, ich will keine Kapsel schlucken, aber vielleicht eine gesunde Nudel, genau wie gesundes Gemüse, kann ich essen. Und so ich sage, wenn es ist, auch Inhalt ist ja nicht in der Nudel, sind nur die Eier, sonst gar nichts. Da steht drin, Dinkel, Grieß, Wasser, 2 Eier. Gar nichts versandt, das sind keine Zusatzstoffe, gar nichts. Das ist richtig tolle Nudel. Und jetzt habe ich gesehen, sie verkaufen OPC von Robert Franz bei Spar. Sind so kleine Dinge aufgestanden. Die Leute können sogar OPC bei jedem Spar kaufen. In Österreich. Tatsächlich? Ja, genau, klar. Das spricht sich rum und eigentlich meine Mission ist. Das heißt, die Menschen fragen nach. Genau. Also die Nachfrage. Ja, genau. Und die sind private Partner von Spar und die sind da nicht sparabhängig. Die können sagen, okay, ich nehme den Bauern um die Ecke ins Sortiment. Ja. Bei uns auch, wo ich in Eibiswald wohne, da sind viele Bauern. In Spar sind Produkte von den örtlichen Bauern. Das ist in Deutschland gar nicht. Mhm. Oder selten, fast gar nicht. Weil die Großkonzerne kaufen zusammen, machen einen riesen Reibach, drücken den Bauern und der hat nichts vom Ganzen. Gestern habe ich, wobei hier im Osten, muss ich sagen, habe ich also sehr oft schon gesehen, ne, mit Produkten aus der Region. Ne, das habe ich im Westen nie so gehabt. Genau, ja. Klar. Also, da sind sie auch zusammen auf die Straße gegangen, rebelliert. Im Westen nicht. Da geht jeder einzeln, macht seinen eigenen Salat und dadurch wird es gar nichts. Sag nochmal, vielleicht für die, das vielleicht das erste Video von dir ist, OPC. Was ist OPC? Ja, OPC ist ein Polyphenol, was eigentlich Zellen schützt. Polyphenol schützen die Zellen. Und es wird von Traumkernen gemacht. Die Traumkerne werden gewaschen, werden nicht gemahlen. Ich werde jetzt ein Video drehen, jetzt im Herbst bei der Ernte, werde ich filmen. Ja. Die Traube bis zur Lese, bis sie gemacht wird, extrahiert und bis der Mensch die Kapsel im Mund. Wir werden so einen kleinen OPC-Kurzfilm drehen, dass die Leute sehen, was OPC, von wo kommt das. Ja. Ich sehe, dass heutzutage die ganze Trauben schon ohne Kerne gezüchtet werden. Wollte ich gerade sagen, selbst die Biotrauben habe ich jetzt gesehen, ne? Kernlos. Aber so ich sage, ich habe vorletztes Mal auch gehabt, OPC-Wein aus Kernen, ein Wein, wo die OPC, die Kerne, gegoren sind, Wein mit Kerne, und das ist das Ganze raus und hat 1800 Milligramm OPC gehabt für die ganze Flasche. Ist auch ganz toll. Das heißt, ich finde OPC so eine tolle Sache und eigentlich Trauben,
Polyphenole aus Pflanzen, die ganze Früchte, ob lila oder rot oder blau, die enthalten alle Polyphenole. Und so ich sage, es gibt zwei Möglichkeiten, lange zu leben, indem ich den Körper nicht so stark belaste. Mhm. Heutzutage geht es nicht. Wir haben schon eine Riesenbelastung durch die Umwelt alles. Außerdem essen müssen wir es sonst. Wir können es nicht leisten, wenn ich da puckel oder irgendwo arbeite, dass drei Algen zu essen wie eine Okinawa und auf die Reisfelder wenig rumzuhacken oder mit so einem Hut die Sonne genießen. Also wir haben Riesen, ich kann entweder wenig essen, dadurch lebe ich fast doppelt so viel, in Rattenversuch hat es geglückt, oder ich schütze meine Zellen. Und OPCs, Polyphenole, Antioxidantien schützen unsere Zellen und dadurch wird unser Körper geschützt, die erneut, Sonne erneut, Körper OPC schützt es. Und da habe ich Lebensmittel mit OPC, jetzt habe ich mit Nudeln begonnen, vielleicht weitet sich die Palette aus, OPC-Riegel, was auch immer. Aber Nudel ist für mich ganz toll, vielleicht toller als Brot, weil viele Menschen genießen die Nudelbrot, okay. Ja. Manche essen ohne Brot, manche, ich weiß, Rumänien, Ungarn, sowas wird mit Brot, in Deutschland wird nicht so viel Brot gegessen. Ich weiß, zu jedem Ding, da isst man Knödel und was auch immer. Mhm. Brot, aber in Deutschland wird viel Brot gegessen. Ja, aber ich meine, zu manchen Dingen essen sie auch ohne Brot. Ja. Manche Gerichte. Aber Nudel, es wird immer serviert, Nudelobjekt, und man kann die Nudel einfach durch OPC. Ich habe auch gesehen, selbst wenn einer Medikamente nimmt, was auch immer, die Kapsel OPC macht ihn gar nichts. Ich finde das auch. Genau, klar. Ich finde das auch gut, dass. Also ich bin jemand, der ungern Kapseln oder sowas nimmt. Und wenn ich weiß, ja, also so dieses Medikamentisieren des Alltags, habe ich so, okay, das wäre zum Beispiel eine tolle Sache. Genau, und die paar Cent, was die Nudeln mehr kostet, das spürt man gar nicht. Und, und dann, wenn ich kaufe, dann kaufe ich die Nudeln mit OPC und kaufe keine andere Nudel. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich genieße, ist ein Plus zu Thema Gesundheit, weil es eigentlich in mich aufnimmt. Und ist eher an den Nudeln, habe ich das nicht den Effekt. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, den Genuss und die Gesundheit. Genau, Nudelwasser könnt ihr auch vielleicht weiter, Nudelwasser nicht wegwerfen, Haare waschen mit Nudelwasser, Pflanzen gießen mit Nudelwasser. Wie, was? Genau, kannst du die Haare waschen mit Nudelwasser. Aber das ist doch salzig. Na, nein, das ist kein Problem. Ich meine, du musst ja Salz hinzufügen. Genau, klar. Ne? Und Blumen gießen auch? Blumen gießen, genau. Raus in den Garten, Blumen gießen mit Nudelwasser. Habe ich gelesen, muss man lesen, was kann man alles mit Nudelwasser machen. Wir schütten einfach einen Kanal in Abfluss. Ja, ja, ja. Das heißt, die Leute müssen mal googeln, Haare, Kopfwaschen mit Nudelwasser, dann Pflanzen gießen mit Nudelwasser. Das heißt, einfach nicht wegwerfen, sondern weiter. Das haben wir uns gar nicht für früher, weil die Leute viel kreativer. Ja. Die Oma hat alles benutzt. Da war bis zum letzten Stängel, bis zum letzten Kirschhalm wurde noch ein Tee gekocht. Heutzutage, wir sind Wegwerfgesellschaft, als rein in die Mülltonne, massenweise in Container, scheißegal, hinter uns die Sintflut. Mhm. Also die nächsten Generationen werden mit dem Müll zu kämpfen haben, weil die Erde verkraftet schon den Müll nicht mehr. Und darum sage ich, weg von Verpackung, weg von was auch immer. Mhm. Und eigentlich, vielleicht kann ich auch reden, dass die Nudel auch im Papierding machen, aber so ich sage, durch die Nudel habe ich halt wieder sozusagen, und wenn ich denke, dass OPC auch bei Erektionsstörungen eine gute Durchblutung fördert, dann statt eine Pizza zu essen, esse ich am Abend zur Portion Nudeln, wahrscheinlich dann haben wir Riesenprobleme. Nudeln für Stärkung des Sexuallebens. Ja, genau, klar. Auch. OPC hilft, Erektionsstörung, Unterleib wird durchblutet bei Männlein und Weiblein. Ja. Das heißt, warum mit Kapseln? Man kann am Abend eine Portion Nudeln zusammen essen, in die Augen schauen, bei Kerzenschein. Okay. Noch ein paar tolle Worte sagen, danach fällt der Vorrang. Okay. Ja, das sind ja richtig Wunder. Und darum freue ich mich bei Ihnen. Ich sage immer, so ich habe es geschafft. Ich sag heutzutage, wenn einer, ich hast eine Elektrofirma, du kommst zu mir, du baust meine Elektroanlage, ich habe da einmal in meinem Leben gesehen, vielleicht gibt es eine Reklamation nie wieder. Da verkauft deine Lebensmittel, einmal esse ich Brot, nächsten Tag esse ich was auch immer. Kartoffel auch nicht. Aber Robert Franz, durch mein Nahrungsergänzungsmittel, durch die Nullen, Robert Franz ist jeden Tag in aller Munde. Im wahrsten Sinne. Schon in der Früh, Leute stehen aus, Robert Franz im Mund, schlucken und sowas. Ich finde es richtig, ich habe es geschafft, im Alltag der Mensch zu sein. Und man braucht mich jeden Tag. Man kann nicht sagen, den lasse ich aus und Ding da. So was Robert Franz sozusagen, ich weiß, die Milchkuh der Nation. Jeder saugt an mir und was auch immer. Oder ich finde es richtig toll. Und dadurch, durch mich sind die, pass auf, der Mann hat Rückgrat, dadurch kriegen sie selber, werden stark und lösen sich von mir. Und wir haben eine ganz tolle Gesellschaft. Ich habe bemerkt, durch Gesundheit schaffe ich den Menschen wieder Verantwortung zu geben. Wenn einer schafft, seine Gesundheit in die Hand zu nehmen, dann schafft es seinen Alltag mit links zu bewältigen. Aber wenn einer die Gesundheit nicht in der Hand hat, für mich sind die Menschen unfähig. Es gibt auch viele Manager, Politiker, die haben riesigen Nährstoffmangel und die fällen Entscheidungen. Krank, nicht richtig.
falsch für ein ganzes Volk. Und das, normal würde ich den ganzen Bundestag aufpimpern mit Nudeln. Da würde es in der Kantine vom Bundestag Nudeln mit OPC von Robert Franz geben. Für die Politiker. Du meinst, dass dann auch deren Gehirne ja, tatsächlich besser werden? Da wird wenig durchblutet, da wird wenig der Matsche, wenig durchgespült, was da oben ist. Ja, okay. War ein Witz, aber manche Witze sind auch wahr. So. Jedenfalls, ich freue mich, dass ich die Nudel habe, Firma Stangl. Ja. In der Steiermark, sind 20 Kilometer von mir, die stehen auch voll dahin, legen wir mit der Nudel los und wenn nicht, okay, müsst halt die Menschen sich bewusst sein. Und ihr seid auch dabei, eventuell eine total vegane, beziehungsweise ja, auch genau. Gluten genau Glutenunverträglich, genau. Die müssen wir auch ins Boot nehmen. Aus Buchweizen. Genau. Super. Demnächst? Demnächst. Okay. Auf Robert Franz Gesundheit TV. Nicht auf Robert Franz QVC Verkaufskanal. Es sind genug da, es erscheint nicht. Nur noch 46 Stück. Kauf sie schnell ein. Bei uns erscheint es nicht. Okay. Ja. Kann sein, dass ich was Lieferengpässe sind, da müssen Leute auch warten. Rom ist auch nicht im Tag gebaut worden, aber irgendwann müssen Leute wissen, dass, ich weiß, Ehrlichkeit zahlt sich aus, Direktheit, Menschlichkeit und das andere ist das Leben spielt dann. Und Authentizität. Genau, klar. Dieses Wort, wunderbar. Okay. Ja, vielen Dank, Robert, für deine Nudeln. Okay, die Nudel für die Nudel, oder? So mit den Haaren, das wird ja auch für manche Zuschauer, die dich kennen. Und Robert Franz im Spaghetti-Look. Oder was ja, sagen. Aber du hast ich die Wette. Ich habe im Flugzeug nicht einmal die Zeit gehabt, meine Haare zu waschen. Kommt mir als Raster-Ding, aber im Hotel gehen, da kann ich mal... Ich weiß, eine Haarkur verpassen, vielleicht die Badewanne überfluten lassen. Okay. Gibt es halt Spaß im Hotel. Vielen Dank, Robert. Gerne. Und ich sage, bis zum nächsten Mal bei Robert Franz, Gesundheit TV. Wer weiß, womit. Tschüss.